Als Jurastudent kann man so einige Fehler machen und ich habe damals, als ich noch studiert habe, quasi jeden Fehler gemacht, den man so machen kann. Meine allerblödsten erzähle ich euch heute. Erstmal ein gutes neues Jahr an euch alle. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht und habt euch auch ein paar Tage freigenommen, die Bücher mal zur Seite geschoben. Ich habe tatsächlich über Weihnachten 3 Tage komplett mein Handy auch ausgemacht. Das war sehr erholsam, das kann ich jedem empfehlen. Ich predige nicht nur immer Pausen zu machen, sondern ich mache es tatsächlich auch selber. Und ich hoffe, ihr habt das auch gemacht und habt jetzt Lust, wieder anzugreifen und vor allem auch ein bisschen aus meinen Pannen zu lernen. Ich habe vor, euch heute so, ja, meine größten Fehler quasi mitzuteilen, was ich damals falsch gemacht habe, wenn ich es nochmal machen würde, dieses Studium. Und ich würde es nochmal machen, falls die Frage aufkommt, ich habe es nicht bereut, dann würde ich da doch das ein oder andere anders machen. Was mit einer meiner größten Fehler war, war die suboptimale Zeiteinteilung, sage ich mal. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen auf meinem Kanal, also ich bin ein begeisterter Planer. Ich habe über die letzten Jahre, und da war auch das Jurastudium mitverantwortlich dafür, sehr viele Techniken mir angeeignet, mich viel eingelesen zum Thema Zeitmanagement, weil ich das einfach am Anfang überhaupt nicht im Griff hatte. Gerade bei diesem Studium hat man schon, also mir ging es zumindest so, gerne eure Erfahrungen teilen, man ist erschlagen von diesem ganzen Stoff, man soll in die Vorlesung gehen, muss lernen, Klausuren schreiben und es ist einfach immer viel zu viel und man fühlt sich immer überfordert. Das heißt, man braucht auch ein Stück weit einen Fahrplan, einen Schlachtplan, wann mache ich was wie. Natürlich darf es nicht das Ziel sein, das Gefühl zu haben, man hat das Studium so richtig gut im Griff, man fühlt sich sicher, verabschiedet euch von dieser Illusion, das passiert nicht. Dafür ist das Studium auch nicht ausgerichtet, also das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber das Gemeine an der Sache ist, wenn man jeden Tag das Gefühl hat, man ist total frustriert, weil man nicht das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Das heißt, ich habe mir jeden Tag irgendwie 10 Sachen vorgenommen oder lass es auch bloß 5 sein, ist ja völlig wurscht. Zumindest habe ich mir immer eingeteilt, so mit Lehrbüchern habe ich nicht gelernt, aber mit Skripten zum Beispiel, Kapitel A bis B, 1 bis 2, das einmal lesen, zusammenfassen, auf Karteikarten schreiben, dann in dem anderen Rechtsgebiet vielleicht BGB, AT nochmal die Karteikarten wiederholen, dann wollte ich noch zumindest eine Klausur zumindest gliedern und mal durcharbeiten. Das klingt alles so locker flockig, das kann man ja mal machen, das schafft man locker. Dann vielleicht an einem Vormittag sogar, wenn man 4-5 Stunden an einem Vormittag macht, Pustekuchen. Ja, das hat nie funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Weil ich es immer übertrieben habe. Ich habe immer gedacht, ich schaffe mehr, als ich konnte. Und deswegen, wenn ich es nochmal machen würde, dieses Studium, dann würde ich von Anfang an mir wenig vornehmen und das aber dafür dann zu Ende bringen. Allein dieses Gefühl, was abgeschlossen zu haben, das ist so befriedigend, dass es über die lange Zeit, die ihr noch lernen müsst, wenn ihr Jura studiert, und auch gerade in der Examensvorbereitung, man braucht einen langen Atem. Das heißt, man muss immer gucken, dass man selber sich so kleine Glücksgefühle schafft, sich selber einfach die Motivation erhalten kann und immer wieder so kleine Schübe verschaffen kann. Und das funktioniert eben nicht, wenn man dauernd so plant, dass man nie fertig wird, dass man immer noch 10 Sachen auf seiner To-Do-Liste stehen hat und nur 2 Sachen gestrichen hat. Auch wenn es 2 wichtige Sachen waren und ihr die gut verstanden habt, dann ist das schon mal viel wert. Ihr fühlt euch aber nicht so, wenn da noch ganz viel anderes steht. Und deswegen würde ich im Nachhinein auf jeden Fall mir wenig vornehmen und das dann dafür komplett durchstreichen können mit einem guten Gefühl. Wenn ihr da noch mehr schafft, ist ja gut. Das ist ja dann noch on top. Aber ich würde mir nicht mehr so viel an einem Tag vornehmen. Es macht euch nur kaputt, es macht euch fertig, ihr seid frustriert, es macht keinen Spaß und das Allerwichtigste am Leben ist der Spaß. Der zweite große Fehler, den ich bei so ziemlich jeder Klausur, zumindest am Anfang gemacht habe, nee, seien wir ehrlich, auch gegen Ende noch, also das habe ich bis zum Schluss nicht so richtig wegbekommen, außer dann wirklich zum Examen hin, da habe ich es dann einfach tun müssen, weil es nicht anders ging. Aber ich habe vorher in fast jeder Klausur viel zu lange gegliedert. Auch hier also mein Problem gewesen, die Zeiteinteilung. Letztendlich ist das Wichtigste, man muss die Schwerpunkte unterbringen, die richtige Schwerpunktsetzung und das Wichtigste einfach zu Papier bringen. Und das ist mir regelmäßig nicht gelungen, weil ich mir am Anfang zu viel Zeit genommen habe, um eine Gliederung zu machen. Das hat sich so entwickelt. Ich meine, das war, weil ich am Anfang die ein oder andere Klausur geschrieben habe, wo ich am Anfang mir einen Fahrplan zurechtgelegt hatte und dann beim Prüfen, so nach 2 Stunden oder so, oder wie lange dauern denn die Anfangsklausuren? Also zumindest bei vielleicht der Hälfte der Zeit, bin ich beim Schreiben irgendwie in eine völlig andere Richtung gekommen. Und dann ist mir erst aufgefallen, oh, das kippt ja völlig woanders hin. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Passt dann überhaupt das Grundgerüst, was ich mir so überlegt hatte noch?
Und da habe ich dann irgendwie diese Angst entwickelt, dass ich, wenn ich von Anfang an nicht genau weiß, wie es ausgehen sollte nach meiner Prüfung, dann kann ich auch noch nicht anfangen auszuformulieren. Und dann habe ich ewig mir Zeit genommen für die Gliederung und ich habe dann wirklich diese Blockade entwickelt irgendwann. Ich kann nicht anfangen auszuformulieren, bis ich mir sicher bin, so passt. Und das ist natürlich fatal, das ist der absolute Blödsinn. Also macht das bitte nicht, macht nicht die gleichen Fehler wie ich. Das war, also ich glaube zumindest in der Strafrechtsklausur im Examen ist das gar nicht möglich. Ich glaube, da habe ich ungefähr 5 Minuten nach Sachverhalt lesen mir gedacht, ja, diese Tatbestände, das waren ungefähr 500 gefühlt. Gefühlt schafft man das eh nicht in dieser Zeit, deswegen hatte ich da nicht mehr diese Option überhaupt noch eine große Gliederung zu machen, sondern schreibt man einfach runter, soweit es irgendwie geht. Aber so in Zivilrechtsklausuren hatte ich immer so das Gefühl, ja, überlege ich mir noch so oder so, wie entscheide ich mich da und habe mich einfach viel zu lang aufgehalten. Das ist tatsächlich was man einfach lernen muss, auch später im Beruf, dass man diese Entscheidungsfreude entwickelt. Ich war am Anfang sehr zögerlich, war mir nicht sicher, lieber so oder so, wie entscheide ich mich, was ist richtig, was ist falsch. Dazu gleich mal, fürs erste Examen ist es völlig wurscht, wie ihr euch entscheidet, ihr müsst es nur gut begründen können. Im zweiten Examen ist es ein bisschen anders. Wenn ihr euch dagegen die Rechtsprechung entscheidet, ist es ein bisschen schwierig. Ja, weil es dann nicht so unbedingt praxistauglich ist. Aber grundsätzlich fürs Studium ist es so, ihr könnt eigentlich jede Meinung vertreten, ihr müsst es nur gut begründen können. Und dann spielt es eigentlich keine Rolle. Ihr müsst einfach eine vertretbare Lösung entwickeln. Und deswegen ist es eigentlich Blödsinn zu sagen, ja, lieber so oder so und dann ewig hin und her. Und so war ich ganz am Anfang. Aber so funktioniert das nicht, auch später im Beruf nicht. Ihr müsst einfach irgendwann sagen, so habe ich mich entschieden und so ziehe ich es jetzt durch. Natürlich darf der Klassiker nicht fehlen, aller großen Lernfehler, den ich auch natürlich regelmäßig gemacht habe, viel zu spät anfangen. Das ist nicht nur im Studium so. Das Studium liegt bei mir jetzt schon relativ lange zurück, deswegen habe ich es nicht mehr ganz so präsent, ehrlich gesagt. Aber das Referendariat liegt jetzt bei mir, zumindest der Anfang, 5 Jahre zurück. Und ich habe noch sehr gut im Kopf, wieso die Zivilstation war, die erste Station. Da denkt man, ach, Examen ist ja noch lange hin, das ist ja erst so in 2 Jahren und jetzt erstmal hier ankommen, erstmal diese AGs besuchen, da die Arbeitsgemeinschaften an den Gerichten und dann hat man hier seine Stationen, wo man dann eben dann einem Richter zugeteilt ist, in Verhandlungen sitzt, das ist alles aufregend, das macht Spaß und man hat irgendwie das Gefühl, ja, diese Lerneinheiten, das mache ich jetzt so, ja, fange ich jetzt dann an und mache das mal. Irgendwie ist dann die erste Station vorbei, man denkt sich, wow, ich habe vom Zivilrecht jetzt irgendwie noch gar nicht so viel nacharbeiten können. Und schon ist man in der Strafstation und dann irgendwann überschneidet sich das, Strafstation, Verwaltungsstation und irgendwie hat man das Gefühl, wow, die erste Station ist schon gar nicht mehr präsent oder hatte ich überhaupt noch nie auf dem Schirm, was man da alles so gemacht hat. Also gerade im Referendariat, das habe ich jetzt eben noch ein bisschen präsenter, da rennt die Zeit und man hat am Anfang das Gefühl, reicht noch und dann spätestens in der Anwaltsstation merkt man, das war eine blöde Entscheidung, das so lange aufzuschieben. Das ist so banal, aber es ist tatsächlich somit der wichtigste Tipp. Man muss selber sich so eine Art Dringlichkeit schaffen. Auch in der ersten Station, auch ganz am Anfang vom Ref oder vielleicht auch im dritten Semester. Examen ist noch lange hin, aber ihr habt später nicht mehr so viel Zeit, um alles aufzuholen, was ihr da am Anfang verschlaft einfach, wenn wir mal ehrlich sind. Deswegen schafft euch selber so Dringlichkeiten, tut so, als müsstet ihr tatsächlich bis da und dahin diesen Stoff bewältigt haben. Ansonsten geht die Welt unter. Weiß nicht, wie ihr euch das dramatischer machen wollt. Auf jeden Fall selber ein bisschen dringlich machen, sodass ihr das Gefühl habt, bis dahin muss ich es geschafft haben. Der 4. Fehler, über den ich heute sprechen will, ist, wenn man zu viele Medien benutzt. Zumindest habe ich das gemacht. Was meine ich damit? Man kann sich seinen Lernstoff oder man sollte den Lernstoff irgendwie zusammenfassen mit einem Medium, das einem gut liegt. Manche schreiben gern Karteikarten, andere schreiben dann wirklich auch so DIN A4-Blöcken, sich Zusammenfassungen, andere machen es gern alles digital, wollen gern in ihrem PC verschiedene Ordner sich anlegen. Manche malen gern Mindmaps, gibt also 1000 verschiedene Möglichkeiten. Und davon ist keine besser oder schlechter. Das Ding ist nur, man sollte vielleicht mal bei einem bleiben. Und das habe ich irgendwie nicht gemacht. Ich habe schon überwiegend Karteikarten geschrieben, weil das für mich so ganz gut funktioniert hat. Und dann bin ich irgendwann, warum auch immer, umgestiegen auf andere Zusammenfassungen. Ich habe wirklich dann auch auf DIN A4-Blättern dann nochmal komprimiert. Dann habe ich angefangen, oh, tatsächlich teilweise sogar mal
am Laptop. Das habe ich aber schnell wieder verworfen, weil das für mich überhaupt nicht gut funktioniert hat. Das war irgendwie, ja, da hatte ich irgendwie mal den Drang, alles auszuprobieren, aber habe gemerkt, das passt auf jeden Fall nicht. Spricht auch nichts dagegen, am Anfang zu gucken, was liegt mir am besten. Ich meine nur, wenn ihr dann eine Lösung für euch gefunden habt, was gut funktioniert, dass ihr euch eine Enzyklopädie mit den Rechtsgebieten quasi selber anlegen könnt, wie ihr das am besten machen wollt, dann bleibt mal dabei. Ich habe das zu viel hin und her gewechselt und am Schluss hatte ich dann im Arbeitsrecht teilweise eigene geschriebene Karteikarten, teilweise gekaufte Karteikarten, was für ein Blödsinn. Also das war wirklich Quatsch. Alles doppelt gemoppelt und unglaublich viel Geld zum Fenster rausgeworfen. Dann hatte ich teilweise Hefte. Ich hatte Schulhefte geführt. So DIN A4 Hefte habe ich angefangen. Keine Ahnung warum. Dann hatte ich zwischendurch Ordner angelegt. Also Quatsch. Ja, ich weiß nicht genau, was ich mir davon erhofft habe. Vielleicht nochmal den Stoff anders irgendwie. Aber letztendlich war es uneinheitlich und ich hätte mir eher... Das hatte ich dann zum Schluss, aber es hat dann eben länger noch Zeit gebraucht, versteht mich, bis ich am Schluss dann ein Werk hatte, mit dem ich dann eben auch gut wiederholen konnte. Und das ist letztendlich der Sinn der Sache, dass ihr fürs Examen ein Medium habt, mit dem ihr arbeitet, wo dann quasi alles, was ihr die letzten Jahre gemacht habt, irgendwie gespeichert ist. Ob das jetzt eben festgehalten ist in so Karteikartenboxen. Oder auf einer Festplatte ist völlig wurscht, aber ihr braucht irgendeine Art und Weise, irgendwas, womit ihr schnell nochmal durch den Stoff fliegen könnt und es immer gleich aussieht, damit sich es auch verfestigen kann und nicht mal hier und mal da und so wie ich das zwischendurch gemacht habe. War Blödsinn. Und jetzt ohne Spaß der allergrößte Fehler, den man machen kann, den jeder Jurastudent macht und eigentlich auch so ziemlich jeder Student. Ich weiß es nur vom Jurastudium, ich habe nichts anderes studiert, aber ich habe den Eindruck, es ist sehr weit verbreitet bei uns. Es wird ein sehr großer Druck uns gemacht. Von verschiedenen Seiten habe ich ja auch schon einige Videos dazu gemacht. Prädikat oder Taxi und als wir Taxi fahren, so schlimm. Egal, zumindest man steht unter großem Druck und man macht sich gefühlt zu 99% Sorgen. Zumindest habe ich das gemacht. Ich war ein so sorgenvoller Mensch. Ich habe mir über alles den Kopf zerbrochen und man fängt dann an zu spekulieren. Kennt ja jeder dann die Gespräche vor der BIP. Ah, was könnte drankommen und was ist, wenn hier und da und oh nein, und lass es ja nicht dieses Rechtsgebiet sein und ich bin aber da nicht vorbereitet. Ich habe da auf Lüge gesetzt, was, wenn und so. Diese Weltuntergangsszenarien, die man sich da ausmalt, da war ich zwischendurch schon, ja, also ich habe das Gefühl, ich war entspannter als viele, das schon. Trotzdem, ich habe das Gefühl, ich habe so viel Lebenszeit verschwendet mit Sorgen machen. Und das ist jetzt nicht nur, wir wollen alle gut drauf sein, eine Ansprache, sondern das raubt euch ja Energie. Das ist wirklich Energieverschwendung. Wenn ich diese Energie mal gebündelt hätte, dann hätte ich damit wirklich gut effizient nochmal ein bisschen was lernen können, arbeiten, wiederholen können. Und letztendlich ist das wirklich einfach Energieverschwendung. Das macht einem das Leben einfach unnötig schwer. Das ist der allergrößte Fehler, den ich gemacht habe in diesem Studium. Mir das Leben selber zu schwer gemacht und ich habe den Eindruck, dass das ganz viele von euch auch machen. Korrigiert mich gerne. Ich würde mir wünschen, dass alle jetzt schreiben, nö, mir geht's eigentlich ganz gut, ich lasse mich da nicht zu sehr stressen. Fände ich toll. Ich habe bei Instagram von euren Nachrichten eher so den Eindruck, ist nicht so der Fall. Natürlich kann man schlauer daherreden, wenn man es schon geschafft hat. Entspannt euch mal alle. Aber klar, ich war auch, als ich das Examen noch nicht hatte, die beiden Examen, auch noch nicht so wahnsinnig entspannt, weil man schon denkt, das Ganze soll bitte nicht für die Tonne sein. Ja, ich möchte es am Schluss auch geschafft haben. Aber dieses Kopfzerbrechen drüber, das hilft euch nicht. Ja, das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Ich würde sagen, für heute belassen wir es dabei. Das waren jetzt 5 saublöde Fehler, die ich gemacht habe und die ihr hoffentlich nicht macht. Macht es besser als ich. Aber wie ich schon einleitend gesagt habe, ich habe natürlich sehr, sehr viele Fehler gemacht. Man kann so einiges falsch machen und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, es gibt eine Fortsetzung von diesem Video. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so falsch gemacht habt, was eure Fehler waren, um vielleicht den anderen irgendwie eine Hilfestellung zu geben. Ihr wisst ja, ich mag den Austausch mit euch und wenn wir uns hier gegenseitig ein bisschen unter die Arme greifen. Ansonsten würde mich mal sehr interessieren, ob ihr mehr Lust habt auf diese Zeitmanagement-Videos, was es für Techniken gibt. Zum Beispiel auch konkret an irgendwelchen Rechtsgebieten vielleicht mal, wie man die schneller zusammenfassen könnte.
Also wirklich, diese Techniken interessieren die euch? Wenn ja, lasst es mich wissen, dann kommen dazu in Zukunft mehr Videos. Vielen Dank für eure Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gebt mal dann so einen Daumen. Und natürlich könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr denn einen Mehrwert davon habt. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.